Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Tag ist gekommen, es geht am Abad weiter. Wir haben Post aus Italien bekommen. Wir sind in unserer neuen Halle. Es geht wieder los mit Schrauberei, wie ich versprochen habe. Ja, und jetzt geht's los mit Abad. Was machen wir? Als allererstes Turbo-Kit. Letztes Jahr war ich auf der Motorsportmesse in Köln. Dort sind wir durchgelaufen und aus dem Nix stand ich bei GMC auf dem Stand. Die kommen aus Italien und die haben für diverse Autos sowohl Trockensumpfanlagen, CNC-Ansaugbrücken, Krümmer etc. präsentiert. Habe ich so geguckt, dachte mir so, Alter, das ist ein Abarth-Motor. Und dann stand da wirklich ein Abarth-Motor mit Trockensumpf und einem geilen Krümmer dran. Lange Rede, ins Gespräch gekommen und die Jungs kannten mich auch und meinten, ey cool, wir würden dir gerne mal einen Krümmer bauen. Das ist auch der Grund, warum dieser Krümmer, so wie er ist, nicht von Tom gebaut ist, sondern selbst da hat Tom natürlich gesagt, ey, wenn die den Krümmer bauen, sollen sie den Krümmer bauen. Weniger Arbeit für uns, können wir ein bisschen mehr Limo weitermachen in der Zeit und sie Arbeit ersparen und Support weitermachen. Deswegen, jetzt heute wird ausgepackt Krümmer aus Italien. Dazu gibt es von TTE einen neuen Turbolader, ich glaube, ich habe schon mal gezeigt. Wir haben vorher einmal den Lader positioniert und einen Halter gebaut, wie der Lader da drin sitzen soll. Ich weiß gar nicht, ob wir das in dem letzten Video gezeigt haben, schon wieder so lange her. Und auf diese Laderposition haben die jetzt den Krümmer gebaut. Ich habe mich da auch 0,0 eingemischt, wie die den bauen sollen, welche Größe, welche Wandstärke. Das sind die Profis, die sollen den Krümmer bauen. Ich stecke es nur noch dran. Ist aber wirklich High Quality mit gefrästem Sammler, mit gefräster Flanschplatte und so weiter. Ich habe es auch tatsächlich noch nicht ausgebaut. Hey, sogar mit T-Shirt. Ich habe allerdings schon auf Fotos gesehen, das ist schon wirklich High-End hier. Also High-End im Sinne von, das ist so richtig mit Uniball-Abstützung des Krümmers, des Hosenrohrs, des Turboladers. Also das ist schon wirklich, wirklich so gedacht, wie die das für einen Rennsport sich vorstellen. Allein hier. Das sind nur die ganzen Halter. Ah, krass. Womit am Ende das ganze System festgeschraubt wird. So, kurz nebenbei, warum machen wir das Ganze? Relativ einfach. Ich hatte ja in der letzten Zeit, in dem ganzen letzten Jahr, immer wieder Probleme mit, dass der Turbolader sich gelöst hat. Die waren zum Schluss weg, die Probleme. Aber ich würde ja schon gerne mit diesem Fachzeug in den, in Anführungsstrichen, professionellen Motorsport irgendwann mal. Und da ist das Problem, dass... Achso, hier. Das hat hier erstmal nichts mit dem Krümmer zu tun. Ist das eine Flasche? Das ist quasi das Feierabendbier hier. Tschau mal, also einpacken, da sind sie auch motiviert hier. Spanisches Bier. 5,6%. Da geht was. Wir brauchen ein Setup, was wirklich dauerfest ist. Dauerfest heißt, es darf sich nicht losvibrieren, es darf nicht undicht werden und so weiter. Und da ist halt das Problem mit dem originalen Vierlochflansch, welcher an dem Abarth-Krümmer dran ist, sind da natürlich die Möglichkeiten beschränkt. Auch was Turboladergröße angeht etc. pp. Also kurzerhand mit meinen Jungs von TTE gesprochen. Ihr wisst ja, da sind wir übrigens nächste Woche wieder. Ihr wisst ja, die sind immer motiviert, mit mir irgendwelche Spielereien als auch irgendwelche Tests zu machen, weil ich halt auch jemand bin, der gerne experimentiert, lernt, verbessert, manchmal auch verschlechtert, ist halt einfach so, weil am Ende zählt immer nur das Ergebnis, was da rauskommt. So, und daraus ist ja dieser Turbolader entstanden. Und klar, keine Frage. Die Optik spielt natürlich auch mit. Wenn das Ding da so in den Motor drin hängt, wird das schon fett. So, wir haben hier das kleinstmöglichste V-Band-Abgasgehäuse, 0,5er Gerät-Gehäuse ist das. Dann eine wirklich vollgasfeste Mittelgruppe und das typische Low-Poly-Gehäuse von TTE mit einem kleinen Laufzeug drin. Das heißt, wir haben relativ große Gehäuse mit kleinen Rädern. Warum? Weil bei einem Rennmotor, der wirklich lange halten soll, ist halt wichtig, Temperatur und Drücke aus dem Motor rauskriegen. Das heißt idealerweise viel Leistung mit wenig Ladedruck und wenig Temperatur. Das entlastet einfach das ganze System, weil habt ihr weniger Abgastemperatur, habt ihr automatisch weniger Wassertemperatur, weniger Öltemperatur, weil einfach gar nicht so viel Thermik im System ist. Deswegen mussten wir einfach gehäusetechnisch als auch Abgasgehäuse, also sowohl Verdichter als auch Abgasgehäuse technisch einfach größer werden, damit man das Ganze ein wenig entlastet. So. Das ist Teil 1. Jetzt geht's weiter mit Krümmer. Was ich definitiv cool fand an GMC, das ist übrigens mein Halter, den wir gebaut hatten, wie das Gehäuse.
Was ich bei GMC direkt cool fand, ist, sie haben gleich gesagt, ey, wenn, dann würden wir gerne gleich ein ganzes System bauen. Das heißt, komplett mit Downpipe, mit Wastegate, mit allem. Also es ist wirklich ein gesamtes, ein komplettes Kit von denen am Ende. Was es mit Sicherheit auch käuflich zu erwerben gibt am Ende, wo natürlich man fairerweise sagen muss, das wird bei einem normalen Abarth gar nicht so einfach und so easy passen. Achso, wir waren stehen geblieben, Thema Undichtigkeit. Wobei, ich zeig's euch gleich, wir packen ja erstmal aus hier. So, und jetzt sehen wir hier schon, in den ersten Metern. Ah, sind doch, das sieht schon geil aus. Sind doch kleiner, die Rohre, als ich dachte. Ich hatte erst Befürchtung, dass die Rohre so ultra groß und fett werden. Aber das ist ja wirklich, im Verhältnis zu den Krümmern, die wir sonst so haben, echt niedlich. Auch leicht. Ich hätte sogar gedacht, das ist ehrlich gesagt. Boah, ich hoffe, wir haben die Waage mit, weil das Erste, was wir gleich machen müssen, ist definitiv wiegen. Alter Schwede. Ja, weil das ist nämlich der große Unterschied. Es geht hier schon los, das ist eine gefräste Grundplatte. So, weil das noch nicht genug ist, haben wir auch gefrästen Sammler. Das sieht man hier immer dran schön. Das ist eine typische Stelle, wo man beim Schweißen mit vier einzelnen Rohren niemals rankommt. Das heißt, die Materialstärke da drin ist bei einem normalen Sammler dementsprechend auch relativ dünn, obwohl da die Temperatur relativ hoch ist. Und bei einem gefrästen hat man halt den Vorteil, dass man das richtig massiv auslegen kann. Und sieht halt auch einfach geil aus. Ja. Ja, es sieht schon nach Rennsport aus, ne? Alter, auf den Bildern dachte ich, jetzt kommt hier so ein Krümmer an. Und da muss man einfach immer zum Boden der Tatsachen zurückgehen, dass es halt eine Arbeit ist. Auch sowas hier geil, das ist tatsächlich hier, das sind so Abstützungen. Ich weiß jetzt nicht, welche genau hier rankommt, aber da kommt wirklich so das Ding ran und das geht dann an den Toro-Lader und stützt den Lader damit ab. Dann geht das nämlich noch weiter. Mit Downpipe. Das Ganze müssen wir jetzt einmal Probe montieren, müssen gucken, wie wir die Verrohrung anpassen. Und dann muss das Ganze natürlich einmal zu Micha, Heat Protect, der muss das Ganze natürlich einmal isolieren, damit wir die Thermik möglichst aus dem Motor rauskriegen. Geil, guck mal hier, Turbolader, so ungefähr sitzt die Downpipe mit Wastegate dazwischen. Mhm. Und hier haben sie sogar, also Downpipe ist mit Wastegate verbunden nochmal und dazwischen ist ein Schiebestück, welches eigentlich undicht ist, aber durch die Temperatur dehnt es sich aus und ist dicht. Und das sind so diese Sachen, die man einfach braucht, damit so ein System am Ende nicht reißt. So, ne? Weil meistens entstehen Risse wirklich dadurch, dass irgendwelche Spannungen entstehen, sei es warm oder kalt, und dann gibt das Material immer halt auf. Ne? So, jetzt machen wir Folgendes. Als Erstes hole ich mal einen Messschieber. Also in Kombination zu dem Turbolader muss das gleich echt richtig fett aussehen. Das wird schon krass. So, wir haben hier eine 76er Downpipe. Ja, das ist schon für einen Abarth männlich. 76er Downpipe reden wir normalerweise von, die kann realistisch. Also es gibt Leute, die fahren 800 PS mit so einer Downpipe. Da wir aber auch einen 76er oder einen 70er, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, wir haben einen 76er Auspuff gebaut, der Titanauspuff. Das heißt, wir brauchen logischerweise auch vorher 76. So, und hier haben die einzelnen Rohre, ach krass, 33 außen. Halt echt mini, ne? Normalerweise baut man so einen Krümmer mit 42, die ganz großen 45, 48. Aber ist vollkommen richtig, weil wir haben ja auch nur den Auslass im Kopf. Also warum größer bauen als der Auslass da? So, das hier war meine alte Titan-Downpipe. Natürlich werden wir jetzt gewichtstechnisch ein wenig schwerer, aber das ist absolut nicht schlimm, weil selbst diese, Nico, muss es einmal kurz einfach mal hochheben. Ja, ist viel Plastik, ne? hat aber nicht gehalten. Guckt mal, wie oval das schon geworden ist. Also es hätte nicht mehr lange gedauert. Ja, stimmt. Und wäre geplatzt. So, ne? Also berechtigterweise haben einige gesagt, Titan funktioniert auf Dauer nicht. Hier vorne, wo es so heiß ist, plus mit Spannung arbeiten und so weiter. Da müsste man Inconel nehmen. Inconel kriegt man sehr schwer als auch, wobei selbst hier ist es auch schon oval geworden, kriegt man sehr schwer. Deswegen haben wir gesagt, nee, dieses Mal machen wir ganz normal Edelstahl-Downpipe. Gerade weil auch dieses Gewicht unter dem Motor ist jetzt nicht so schlimm. Da oben, der alte Lader hing ja viel, viel höher, ist es definitiv schlimmer. Deswegen haben wir gesagt, keine Spielchen mehr. Einfach Downpipe, Edelstahl. Ist für immer und fertig. So, jetzt hole ich die Waage. Wir starten mit unserem alten Konstrukt.
Krümmer Santorlader. 9 Kilo. Liegt einfach daran, ist halt Guss. Und das ist jetzt hier wirklich die All-In-Variante. Ich habe ja die Gewinde auf Feingewinde vergrößert mit Helikol-Einsätzen, mit speziellen Honda-Schraubenmuttern, arschteuer gewesen, funktioniert auch so. Aber ihr seht, hier ist der Zylinderkopf, man kommt einfach echt scheiße auch ran. Ne? Bei der Variante jetzt ist hier eine V-Bahn-Schelle. Das heißt, man kommt da einfach viel, viel besser ran und kommt auch jederzeit, ist einfach flexibler. Mhm. Und wenn er jetzt nämlich zum Beispiel hier gerade mal Lader vergrößern vergleicht, hier, ist der Verdichter darin gar nicht so viel größer. Das Rad. Stimmt, das Rad. So, weil dieser Lader konnte ja die Luftmasse für 400 PS auch schon, was vollkommen ausreicht. Aber dieser Lader war mit 400 PS schon so am Limit, dass Abgastemperatur hochgeht, dass Gegendruck im Krümmer hochgeht und so weiter. Aber so vom Gehäuse sieht es schon deutlich größer aus. Genau, weil darüber holt man die Temperatur am Ende raus. So, 9,3 Kilo haben wir hier. Jetzt geht es hier mal los. Turbolader. Was? 5,5, ne? Mhm. Haben wir ein Kilo weniger, ne? Klar, da ist jetzt noch ein bisschen Leitung und so weiter dran. Und wir müssen natürlich auch noch unser Wastegate montieren. Da sind wir jetzt nämlich bei dem letzten Punkt. Und fairerweise fehlt hier auch noch der Hitzeschutz. Ja, aber der, das ist nicht ein bisschen im Grammbereich am Ende, ne? So viel ist das nicht. Internes Wastegate, man sieht es schon an der Verfärbung. Das ist definitiv, man darf immer nicht vergessen, dieses Wastegate steht Dauer auf. Jedes Mal, wenn ich nicht maximalen Ladedruck fahre, was eigentlich immer ist, steht das voll im Abgasstrom und kriegt die ganze Temperatur ab. Deswegen ist das auch schon so rot. Mhm. Rot ist immer ein Zeichen, dass er schon ganz schön heiß wurde. Das heißt, das ist auch eine, ich sag mal vorsichtig, im Rennsport wäre das schon ein bisschen eine tickende Zeitbombe, dass irgendwann der Punkt kommt, wo es einfach nicht mehr so arbeitet, wie soll. Und das ist halt beim Turbomotor scheiße, weil in dem Moment kannst du Rennen eigentlich auch abbrechen, weil Ladedruck wird auf jeden Fall zu wenig oder zu viel sein. So, deswegen kommt jetzt hier von uns einfach ein externes. Also ihr seht, in dem Fall, Abgase müssen hier am Turbolader vorbei, gehen durch dieses Wastegate in die Downpipe. Das Gute an diesem Wastegate ist, wir haben Wasseranschlüsse. Das heißt, hier können wir Kühlwasser durchfließen lassen. Dieses Kühlwasser kühlt komplett den Kopf immer runter. Das heißt, dieser Kopf wird nicht mehr als 100 Grad haben, vielleicht 110, 120. Aber das ist halt auf Dauer, was die Membran hier drin einfach rettet. Achso, das mussten wir da gerade auch noch mit dazustellen. Ja, guck. Aber selbst mit Wastegate sind wir bei dem gleichen Gewicht. Also das kann man wirklich sagen, hätte ich niemals gedacht. Ich hätte gedacht, dieses Setup ist definitiv am Ende schwerer. Okay, da ist noch ein elektrisches Pop-Off dran. Aber wir sind in einem ähnlichen Bereich, definitiv. Jetzt gucken wir mal einmal, was wir an der Downpipe an Gewicht mehr haben, weil das wird definitiv viel sein. Die hier ist so, dass man sie kaum wiegen kann, ehrlich gesagt. Ja, so ungefähr ein Kilo. Sind 2,6. Ja. So 2,6 zu, kriegen wir das jetzt hier irgendwie draufgestellt? Nee, werden 2 Kilo mehr sein. Mhm. So, in dem Dreh. Aber die 2 Kilo werden definitiv gut sein. So, jetzt bin ich höchstgradig aufgeregt. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch anbauen. Ach so, das ist auch ein Punkt. Hier kommt man ganz schlecht an die Gewinde ran. Das heißt, sollte mal der Fall sein und hier ist irgendwas an dieser Kombination, hat man mit einem warmen Motor einfach verloren. Keine Chance, daran zu kommen. Bei so einem Krümmer achtet man natürlich immer drauf, dass man auf alle Gewinde drauf kommt. Das heißt, selbst hier wäre es tatsächlich möglich, warm einfach mal Turbolader, Krümmer oder Ähnliches abzunehmen. Ne? Geil hier, ne? Mit dem GMC drauf. Ja. Kann man das dran lassen mit Hitzeschutz? Oder? Ja, muss mich ja mal gucken, ob er da irgendwie zaubern kann. Das wäre schon cool, wenn es dran bleibt. Ne? Wir schrauben mal als erstes das Wastegate an, weil das ist immer am meisten Fummelarbeit, weil man spannt hier, also das Wastegate hat auch immer, also das Ganze dichtet ab, hier ist ein Kolben, der geht hoch runter. Und der dichtet in diesen Konus ab, wie ein Ventilsitz. Und der presst sich vor, das ist die Federvorspannung. Und gegen diese Federvorspannung müssen wir jetzt hier die Schelle drauf machen. Was in Summe kein Problem ist, aber am Auto ist es meistens noch. Wobei, wir kommen da überall so gut ran. Ich glaube, die Jungs können das. Ich vertraue da drauf.
Das wird alles gleich ganz easy drauf flutschen. Zack. Das sieht aber auch schon mal ganz gut darin aus. Ja, also wie wir gleich andere Liga, ne? Ja, ich hätte am liebsten hätte ich natürlich auch den Turbolader nach oben stehen lassen, dass man den so richtig geil sieht, ne? Aber das war nicht performanceorientiert. Nee, ja, da wäre der Krümmer nicht so geil gewesen und so weiter, ne? Ja. Ja, und unten ist der Platzer. So, jetzt ist nämlich der Vorteil mit einer V-Band-Verbindung hier, bleibt der nämlich so jetzt drehbar in alle Richtungen. So. So, und jetzt ist nämlich das erste Coole. Das hier ist tatsächlich, ich glaube, das hatten die, ja, guck dir hier was mal an. Das ist statt, das ist quasi ein Spacer. Den schraube ich statt der Schraube auf und kann hier richtig geil jetzt das Abgasgehäuse abfangen. Das ist wild. So, und das sind die Sachen, die braucht man im Rennsport, wenn es halt am Ende funktionieren soll. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich die das machen lassen habe. Weil guck, jetzt kann man hier sogar mit Links-Rechts-Gewinde. Kann man das Ganze auch noch einstellen. Mhm. Dass es am Ende mit leichter Vorspannung oder ohne Vorspannung, wie auch immer, da drauf sitzt. Ja, und hier haben wir jetzt nämlich ein Problem. Das müsste jetzt hier so drauf. Geht aber absolut gar nicht, weil der Lüfter am Weg ist. Mhm. 6,5 Stunden später. Hier sieht man gleich ganz gut, wie viel Luft da dann eigentlich doch noch ist. Ne? Also auf beiden Seiten, da kann man immer gut nach vorne. Ne? So, wenn wir es jetzt erstmal nur so, das ist jetzt ja erstmal nur auf einer Seite. Ja, das ist leider, da fehlt immer noch viel, weil genau von dem Lüfter der Steg da ist. Und wenn du die andere Seite auch mal nach vorne machst, weil dann wird der da auch. Ja, das Problem ist aber, dass das Ding hier so weit raussteht. Ne? Wenn der Arm hier von der Arm von dem Lüfter nicht wäre, dann wäre das gar nicht so das Problem. Und dann würde man das da definitiv hinkriegen. Jetzt könnte man, ehrlich gesagt bin ich ein Fan von diesen Originallüftern, weil der halt echt Saft hat und auch dauerfest ist. Deswegen will ich jetzt ungern einen anderen Lüfter verbauen. Weil egal welchen anderen Lüfter wir verbauen, der wird ja im Durchmesser viel, viel, viel kleiner. Ja, ist die Frage, brauchst du den Originalkühler von der? Ja, ich glaube ehrlich gesagt schon, weil man kennt es immer, wie schnell so ein Auto immer mal zu heiß ist. Mhm. Das ist schon echt Luxus, einen Lüfter zu haben, der was kann. Weil ehrlich gesagt, ist ja Platz fürs Wastegate. Also, weißt du, muss einfach nur noch da gedreht sein. Wenn wir das Wastegate einfach nach da drehen würden, schon passt das. Weißt du? Ja. Und das kann ja eigentlich sogar noch viel, viel weiter. Ich würde behaupten, Kollege Wotzny muss doch wieder an den Start. Und ist zwar schade, aber noch ist er ja nicht isoliert und nix. Ich glaube, das Beste ist definitiv, das Wastegate anzupassen. Dieses Ganze, weil hier ist ja alles Luft. Also dieses ganze Konstrukt kann ja theoretisch nach da gedreht werden. Ja, wahrscheinlich weniger Aufwand, als die ganze Front umzubauen. Nee, weniger Aufwand nicht. Weniger Aufwand ist definitiv die Front umbauen. Weil echt? Bis man das geflext, geschweißt, formiert und so weiter hat. Aber es ist die sichere Variante, jetzt die ganze Front umzubauen. Am Ende hat man einen Lüfter, der es nicht kann, der kaputt geht, wie auch immer. Das wäre der Worst Case. Deswegen würde ich da eher zu tendieren, das so umzubauen. Ist ein langer Abend, aber ist es auf jeden Fall wert. Achso, ja, und man sieht halt auch schön hier, was jetzt hier so ein bisschen wie so ein Klempnerrohr ist, ist natürlich mit Absicht, weil die haben alle genau die gleiche Länge. Mhm. Also die nach hinten gehen, geht rüber, weil sie am kürzesten sind, und die von außen so einen direkten Weg. Und weil das der direkteste ist, musst du halt hier noch die Schleife rein. Okay, ja, wir sehen uns gleich. Weiter geht's am Abarth, das Ganze ging jetzt doch wieder ein bisschen schneller. Der erste ist, das Auto steht am Bilsterberg und der Kerl, der das so ein bisschen angepasst hat, wie ihr gesehen habt, sieht das Ganze jetzt das erste Mal im Auto. Für die Zuschauer kurz, das ist immer noch der alte defekte Motor mit Belüftungsloch. Das haben wir in der Kürze der Zeit nicht geschafft. Aber das ganze Kit ist so jetzt dran, wie es dran soll. War ja auch wieder spontan, dass die Messe gekommen ist. Aber hat das schön gemacht mit dem Isolieren, ne? Nico, filmen wir mal so rein. Das kann er. Hier schön die Isolierung. Ja. Ausgespart. Wenn er will, kann er. So, finde ich, sieht der Krümmer jetzt auch endlich ein bisschen maskuliner aus.
Ja, die Rohre waren echt klein, also da habe ich mich erschrocken. So, ne, aber das passt zum Ausriss von dem Krümmer, von dem Kopf, ne? Ja, ja, okay. Das ist genau Durchmesser vom Kopf. Aber jetzt ist es halt so, dass das sieht irgendwie gleich nach Racing aus, finde ich, ne? Also irgendwie gleich ganz anderes Auto, ne? So, hier haben wir genug Platz. Jetzt genau. Sitzt der Wasserkühler tatsächlich noch in der Originalposition. Also wir haben den jetzt noch gar nicht weiter nach vorne geholt. Das werde ich allerdings, weil er kaputt ist. Da ist ja auch was reingeflogen. Den können wir jetzt trotzdem sogar noch ein bisschen nach vorne ziehen, wenn wir wollen. Ja. Aber sonst so entspannt. Vor allem, ich war sogar begeistert. Passt zu der Strebe unten perfekt, die Downpipe. Und die Downpipe passt sogar noch ohne Probleme auch unter den Unterfahrschutz. Ah, okay. Also die ist komplett in dem Unterfahrschutz drin. Ja, ich musste ja noch ein bisschen annehmen, leider. Ja, aber sie hängt deutlich tiefer als die letzte Downpipe. Ja. Weil wir kriegen jetzt richtig zwischen Downpipe und Ölbeine die Hand sogar zwischen. Ah, okay. Naja. Das wusste ich nicht mehr. Deswegen. Ja, aber sonst passt es eigentlich ganz geil, ne? Ja. Also sonst geht das 1:1 so jetzt in die finale Montage. Irgendwie da unten noch eine Ansaugung rein. Genau. Kann man aber jetzt ganz geil hier so durchfilmen. Also man sieht einfach, wie viel Platz da so ist. Da muss jetzt, also vorher saß der Lader ja hier und die Ansaugung war da. Jetzt muss man einfach da unten ansaugen. Aber wenn man ehrlich ist, eigentlich ist ja auch keine Ansaugung, ne? Das sind ja nur 2-3 Bögen und Luftfilter. Ja, nee, ja, 2,5 Bögen und das. Ja. Aber dafür müssen wir hier die zwei Schläuche noch ein bisschen ändern, ne? Ja. Aber sonst bin ich mal gespannt, wie das fährt. Ja, vor allem Ansprechverhalten, Spool ja. Und so weiter, ne? Aber die Brücke hast du vorher auch schon drauf, ne? Ja, ja. Das ist doch alles so. Der Rest bleibt auch alles so. Also da versuche ich wirklich maximal wenig zu tauschen. Das bleibt auch das alte Nockenwellen-Setup und so weiter, dass wir wirklich wissen, wie der Lader spult. Ja, okay. Ob besser, schlechter, mehr Leistung, mehr Gegendruck, weniger Gegendruck. Was soll der Lader jetzt können? Und so weiter. Keine Ahnung, aber also wenn ich das vergleiche mit dem alten, der ja schon 427 hatte, muss das ja eigentlich schon in Richtung 500 gehen, die wir gar nicht fahren wollen. Wenn das Auto am Ende 450 macht, dann ist schon der Biene. Ja. Wartet ab. Vielen, vielen Dank für die Anpasserei. Mal gerne. Wieder geile Nummer. Vielen Dank nochmal an Micha, Firma Heat Protect. Vielen Dank nochmal an GMC aus Italien für die Setup. Und vielen Dank an TTR, den geilen Lader. Eigentlich hatten wir vor, dass man ihn sieht. Jetzt sieht man ihn wieder nicht. Aber es ist leider immer mal den geilen Lader. So, irgendwann in meinem Leben ist es nochmal so, dass wir mal ein Auto haben. Also wenn der hier, Nico, einen letzten Schuss da rein. Immerhin derjenige, der es erahnen will, kann es ein bisschen sehen. Ich weiß schon, Projekt, wo wir es sehen werden. Fängt mit L an, hört mit Ambo auf. Danke fürs Zuschauen. Ihr seht, wir sind auf dem PS Days angekommen. Freut euch auf dem PS Days Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.